Heute gibt es einen leichten mediterranen Reiskuchen mit Tomaten und Paprika. Kennt ihr Kartoffeleierkuchen, also so eine Art spanische Tortilla aus Kartoffeln? Dieses Rezept ist ganz ähnlich, nur eben mit Reis und im mediterranen Style. Aber schaut selbst. Für diesen leckeren Reiskuchen benötigt ihr Reis, frischen Knoblauch, frische Paprika und gegrillte Paprika ohne Haut, zum Beispiel aus dem Glas, Tomaten, Frühlingszwiebeln, Eier, Parmesan, Petersilie, frischen Thymian, Olivenöl und Pfeffer und Salz. Auf meiner Seite www.senfdazu.net könnt ihr euch das Rezept und die genauen Mengenangaben immer gerne nochmal in Ruhe anschauen. Dort findet ihr nämlich immer das Rezept zu meinen Videos und den Link dorthin findet ihr auch immer an den gleichen Stellen und zwar unter dem Video in der Beschreibung, hier im Video, wenn ihr auf das Infozeichen klickt oder auch einfach am Ende des Videos. Also schaut gerne mal rein, denn die Seite ist extra für euch gemacht. Beginnt mit der Paprika, die ihr einfach nur aufschneiden und dann in Streifen schneiden müsst. Weiter geht's mit den Tomaten, die ihr halbieren bzw. vierteln und in Stücke schneiden müsst. Dann schnappt ihr euch einen Topf und erhitzt ihn. Gebt darin direkt eine gute Prise Salz, Olivenöl und reibt den Knoblauch hinein. Sobald der Knoblauch dann anfängt zu brutzeln, gebt ihr die Tomaten und die Paprikastreifen und etwas später auch den Reis und die anderthalbfache Menge an Wasser hinzu. Das lasst ihr dann einfach mit geschlossenem Deckel so lange kochen, bis kein Wasser mehr sichtbar ist. In der Zwischenzeit bereitet dann mal die restlichen Zutaten vor. Die Frühlingszwiebeln schneidet ihr einfach in dünne Scheiben und gebt sie in eine Schüssel. Den Thymian zupft ihr von den Zweigen und hackt ihn dann zusammen mit der Petersilie. Die Zutaten gebt ihr dann ebenfalls in die Schüssel. Genauso wie die gegrillte Paprika, die ihr einfach nur in kleine Stücke schneiden müsst. Und sollte auf oder in der Paprika noch verbrannte Haut sichtbar sein, könnt ihr sie einfach wegschaben. Ist die Paprika geschnitten und auch in der Schüssel, gebt ihr noch den Parmesan hinzu und würzt alles mit Pfeffer. Salz sollte ja genug drin sein. Ich habe dann schon die Eier hinzugegeben und alles miteinander verrührt. Wer aber am Ende lieber nochmal ohne Ei nachwürzen und abschmecken möchte, der kann die Eier auch nach dem Reis hinzugeben. Wenn der Reis nämlich fertig ist, beziehungsweise wenn in dem Topf kein Wasser mehr sichtbar ist, nehmt ihr den Deckel vom Topf und stellt den Topf einfach für so 10 Minuten zum Abkühlen zur Seite. Ist der Reis dann nicht mehr so heiß, rührt ihr ihn nochmal um und gebt ihn dann einfach in die Schüssel mit den restlichen Zutaten. Das müsst ihr dann einfach nochmal richtig gut vermischen und gegebenenfalls nochmal würzen. Die Reismischung kommt dann in eine mit Backpapier ausgelegte kleine Springform und wird mit einem Löffel richtig gut angedrückt. Schließlich wollen wir ja, dass es hinterher ein fester Kuchen wird. Wer möchte, kann dann über den Reis noch etwas Olivenöl geben und mit Pfeffer und Salz würzen. Das gibt hinterher eine schönere Kruste. Die Springform kommt dann für so 40 bis 45 Minuten in den 180 Grad heißen Backofen. Und zwar auf einem mittleren Rost. In der Zeit könnt ihr dann vielleicht noch weitere Beilagen zubereiten. Zu dem Reiskuchen passt zum Beispiel ein schnelles Gurken-Quark-Tzatziki sehr gut. Also einfach Quark, Joghurt, Knoblauch, Gurke, Pfeffer, Salz und einen Spritzer Zitrone in eine Schüssel geben und verrühren. Oder was auch gut passen würde, sind Gyros-ähnliche Hähnchenbruststreifen, die richtig gut gewürzt sind und bei denen man auch super den restlichen Thymian, die Petersilie und die Frühlingszwiebeln aufbrauchen kann. Ist der Reiskuchen dann fertig, holt ihr ihn aus dem Backofen, lasst ihn ein paar Minuten ziehen und holt ihn dann vorsichtig aus der Springform. Ich finde ja, dass der Reiskuchen richtig cool aussieht und geschmacklich ist er frisch und mediterran. Ich bin mir aber auch sicher, dass man diesen pikanten Kuchen auch durchaus noch super abwandeln kann. Zum Beispiel mehr Gewürze oder mehr Power, vielleicht sogar mit geräucherten Zutaten. Aber was meint ihr? Wäre so ein Reiskuchen auch etwas für euch? Schreibt es mir in jedem Fall in die Kommentare, denn ich freue mich immer sehr über eure Nachrichten. Und sollte euch mal ein Video besonders gut gefallen oder inspirieren, dann könnt ihr mir einen großen Gefallen tun und einfach mal euren Freunden und Bekannten ein Video von mir zeigen oder einfach auch hier und da von mir und meinem Kanal erzählen. Ladet andere ganz herzlich ein, denn eure Empfehlung wäre mir eine große Hilfe. Und am besten bekommt man eigentlich auf Senf dazu immer alles mit, wenn ihr mich direkt abonniert. Denn dann verlieren wir uns nämlich auch gar nicht erst aus den Augen und ihr bekommt neue Inspirationen auch viel besser mit. Und wer mich hier nicht abonnieren möchte, der kann hier einfach mal in den anderen sozialen Netzwerken schauen. Dort bin ich auch vertreten. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Danke, dass ihr dabei wart. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Euer Pascal von senfdazu.net.